Dafür drin, Babes? Hey Babes, willkommen zurück auf meinem Kanal. Für die zumindest, die schon länger hier sind, für die, die hier neu sind, willkommen. Mein Name ist Lina und das ist meine kleine Welt. Und heute habe ich mal was sehr Cooles zugeschickt bekommen. Ich hoffe zumindest. Ich fange einfach mal von vorne an. Ich habe nämlich diesen dubiosen Umschlag hier von DHL bekommen. Und da war was drin, was ich schon sehr lange erwartet habe. Und zwar dieses kleine wunderschöne Paket von der Marke Mina. Ich weiß nicht, ob viele die kennen. Ich kannte die lange Zeit nicht, bis ich eine Ewigkeit mal wieder nach einem schwarzen Lippenstift gesucht habe. Ihr kennt die Story mit, ich brauchte 3 Anläufe, bis ich überhaupt einen schwarzen gekauft habe. Davor war es 2-mal blau. I'm stupid. Aber auf jeden Fall, da kam nämlich dieses Schätzchen hierbei rum. Und der ist von der Marke Mina. Das ist die Farbe 900. Und der ist wirklich wunderschön schwarz, tief und dunkel. Der ist wirklich sehr, sehr schön und ich mag den sehr, sehr gerne. Umso mehr hat es sich nämlich gefreut, dass mir die Leute von Mina geschrieben haben auf Instagram und gefragt haben, ey du, wir sind jetzt bald offiziell in Deutschland, weil wir bald bei Douglas verkauft werden. Ich hatte den übrigens bei Flaconi gekauft, da gab es die schon vorher. Und die haben mich gefragt, so du, können wir dir was zuschicken? Ich so, ja, bitte. Auf jeden Fall. Fand ich sehr, sehr süß und ich freue mich sehr. Und wie cool ist allein schon dieses Packaging. Ich habe es noch nicht aufgemacht. Es war nicht verklebt, aber ich sehe hier schon türkis und ich liebe jetzt den Farbkontrast schon so sehr. Ich bin schon sehr, sehr excited. Ich muss hier mal wieder aufräumen, damit wir hier gleich mal... Oh, mein Tisch ist noch wie immer schmutzig. Please don't mind that. Auf jeden Fall haben sie mir gesagt, sie schicken mir ihre Bestseller. Ich bin mal gespannt, was da drin ist. Ich bin jetzt ein bisschen geschminkt. Das ist noch der Rest von der Arbeit, von der Frühschicht. Also ein bisschen Concealer, Augenbrauen, ein bisschen Wimperntusche. Ich muss mal gucken. Ich weiß nicht, was drin ist. Falls noch irgendwas drin ist, was ich hier schon benutzt habe, könnte ja sein. Also Foundation gehe ich mal wieder nicht von aus, weil Shade Range, uiui, schwierig. Aber dann muss ich das für den Fall dann einfach nochmal abmachen. Ist jetzt nicht so, dass ich hier gerade sonderlich an meinem Make-up noch hänge. Da ist sowieso nicht mehr so viel von über. Aber bevor ich jetzt hier wieder weiter rede, schmeiße ich hier mal wieder meine Handykamera an. Oh, diese Strähne, ne? Nervt mich jetzt schon. Ach, ach, aua. So. Und dann würde ich sagen, filme ich hier wieder mal parallel mit, damit ihr auch gleich sehen könnt, was hier auf meinem Tisch passiert. Und zwar, das ist dieses süße kleine Böckchen. Ich finde es wirklich schön. Das ist so schönes Packaging einfach. Wir machen jetzt hier mal auf. Ah ja, genau. Cruelty free und made in Europe. Das finde ich sehr, sehr gut. Das ist immer... Wie süß ist das bitte? Oh, wie cute. Okay, was haben wir hier Schönes? Ein Kärtchen. Discover our best source to create your perfect look. Mm. Thank you for the cute card. Yay. Was ist das? Your makeup, your rules. Ach so, das ist... Oh, ich glaube, das ist eine Erklärung, was da drin ist. Ich tue das mal kurz weg. Schwupp. Was haben wir denn hier? Cool. Oh mein Gott, cool. Ah, guck mal, hier ist wieder der Lippenstift. Ha, geil. Voll die schöne Farbe. Was ist das noch? Eyeliner. Oh. Pen-Eyeliner. Oh, geil. Ich hab ja mal ein bisschen geguckt, was es so gibt. Und die sehen ja geil. Und die Farben. Oh mein Gott, wie cool. Ich freue mich sehr. Was bist du? Du bist... ein Blush. Oh, das ist eine sehr schöne Farbe. Die passt, glaube ich, auch sehr, sehr gut zu dem Lippenstift. Oha, voll geil. Du bist nochmal ein schwarzer Eyeliner. Okay, ich glaube, die haben wirklich einfach Farbnummern immer. Die 900 ist anscheinend schwarz. Good to know. Und dann, was bist du noch? Oh, eine Mascara. Oh, Mascara ist ja immer ganz schwierig bei mir, aber geil. Geil, geil. Du bist bestimmt eine Erklärung, ne? Ja, wird Mina ausgesprochen. Ja, das habe ich. Das haben die mir Leute tatsächlich schon mal gesagt. Ich dachte vielleicht Trina, so bei 3 und Ina Trina. Nee, auf jeden Fall, was haben wir hier? Eyeliner, Color Pen Eyeliner. Der ist zum Beispiel vegan. Cool. 24 Stunden. Wir werden sehen. Das ist eine Sache, die werde ich vielleicht mal ausprobieren, wirklich. Blush, oha. Und die Mascara, so ein feines Gummibürsten. Oh, die mag ich eigentlich. Da bin ich mal gespannt. Voll hübsch. Ich mag auch das Packaging bei den Mega. Das ist so schön bunt und aber irgendwie gleichzeitig sleek. Ich mag das sehr, sehr gerne. Voll schön. Was man allgemein vielleicht auch noch sagen könnte, die sind ein bisschen hochpreisiger. Also ich glaube, stehen hier Preise drin? Nee, ne? Also ich glaube... So ein Lippenstift kostet 15 Euro. Ich bin mir da gerade gar nicht so sicher. Ich muss mal ganz kurz gucken. Vorbereitet wie immer nicht. Ach, ist das nicht schön. Genau, so ein Eye Color Pen kostet 12,95. So ein Lippenstift kostet 13 Euro. Ein Blush kostet 15 Euro. Die Mascara, die hier, kostet 13 Euro. Was ist der? 24 Stunden Eyeliner Pen? Könnte sein. Dann kostet der, wenn das der ist, dann kostet der 15 Euro auch. Das ist...
Auch ein stolzer Preis für einen Eyeliner. Okay, also ich sehe jetzt, wir haben hier Mascara. Das bedeutet, ich muss gleich meine Mascara hier nochmal abmachen, damit wir ein vernünftiges Ergebnis haben. Vielleicht mache ich dann auch nochmal schönere Base, weil dann haben wir einen richtig schönen, alt zusammenpassenden Look. Das wäre vielleicht gut. Dann bin ich gleich wieder da und mache hier nochmal ein bisschen Glow-Up. Irgendwann später. So, okay. Ich bin wieder zurück. Ich habe ein bisschen Base gemacht. Man sieht diesen wunderschönen Highlighter von Hatte ich mit Labs in der Farbe Fair und im Bronzer. Und da fehlt jetzt natürlich noch Blush. Und ich habe hier dieses wunderschöne 362er Blush bekommen. Made in Italy, cruelty free and vegan. Das ist diese schöne Farbe hier. Richtig so ein rosy nude. Ich kann gar nicht sagen, warum riecht es irgendwie. Ein bisschen nach Neoprenanzug. Okay, that's weird actually. Aber ich würde mal vermuten, keine Duftstoffe drin. Dementsprechend erklärt das den Geruch. Brauche einen Blush-Pinsel. Ich habe Pinsel gewaschen. Also theoretisch müsste ich jetzt hier irgendwo einen sauberen Pinsel haben. Welchen nehme ich denn? Ich nehme mal diesen kleinen Zuckersüßen hier. Das war diesen kleinen Frosty Moment hier. Ich glaube, der war mal von Essence. Ich bin mir gar nicht sicher. Steht gar nichts mehr drauf. Auf jeden Fall, der ist ganz sauber und fluffig. Den gehe ich jetzt mal vorsichtig in dieses Blush, was sehr süß gepresst ist. Hier übrigens mit dem Logo der Firma. Oh, okay. Ja, doch ein Spiegel. Sehr, sehr schön. Nutze ich doch gleich mal. Das zu platzieren. Das ist sehr cute. Wer ist hier sehr cute? Ich bin hier sehr cute. Ich trage wirklich nur ein ganz bisschen immer auf den Pinsel auf, weil ich Angst habe, hier gleich den Overblushing-Moment so des Todes zu haben. Aber es ist sehr schön. Ja, so meine This Two Ones. Ich glaube tatsächlich, das sind irgendwelche Mückenstiche. Es ist Sommer, don't we all love it? Doch, das finde ich sehr, sehr, sehr schön. Auch in Kombination mit dem Bronzer und dem Highlighter gefällt mir das sehr, sehr gut. Sehr schöne Farbe. Sehr, sehr schön. Kann ich schon verstehen, warum das einer von den Bestsellern ist. Sehr süß, sehr alltagstauglich. Eigentlich mit fast jedem Look tragbar. Sehr cool. Jetzt kommen wir zu diesen süßen kleinen Pans. Ich habe ein bisschen Angst vor denen. Einfach, weil die Farben so unterschiedlich sind und weil Eyeliner-Pinsel. Ich swatche mir die hier schon mal ein bisschen vorsichtig auf dem Rücken. Ha. Okay, die Farbe ist nice. Spitze ist auch super nice. Kriegen einmal ein Grün noch. Die malen unfassbar gut. Also unfucking fassbar. Ich meine, guckt euch mal bitte diese präzisen Striche an. Das ist schon sehr krass. Sehr, sehr geil. Die Farben passen nicht wirklich zusammen. I don't know what to do. Ich glaube, ich würde mir noch mal ein bisschen von dem Blush einfach so in die Crease geben, damit ich da überhaupt ein bisschen was habe. Ich habe die Auswahl. Das ist die Qual der Wahl, wenn man zu viele Pinsel auf einmal wieder verfügbar hat. Gut, dann gehen wir jetzt hier nochmal in die 362 von den Blush-Farben. Wir so ein bisschen Farbe wenigstens auf dem Lid haben. Ich bin ganz ehrlich, ich dachte zuerst, dass das so Eye-Pencil sind. Also so Creme-Eyeshadow-Dinger. So wie die von Nabla zum Beispiel. Sowas dachte ich in der Art ist das. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das Eyeliner sind, aber auch spannend. Auch eine sehr schöne Lidschattenfarbe, so für den Alltag. Einfach mal so ein kleines bisschen was zu haben. I like. So. Okay, jetzt haben wir da so ein bisschen Farbe. Ich habe Angst vor den Eyelinern. Okay, ich nehme jetzt mal diesen. Ich finde diesen lilanen super cool. Diese Farbe finde ich sehr, sehr spannend. Und ich würde irgendwie mal was mit dem Eyeliner versuchen. Keine Ahnung, ob das was wird. Ich brauche mir Schiebe. So, okay, also einmal wirklich super schön fein und präzise. Viel präziser, als ich es eigentlich könnte. So, mein Bad. Aber er hat das Problem, was viele Stifte leider haben. Wenn man die so rumhält, malen sie leider nicht so gut. Aber wenn man so ein bisschen trickst und ein bisschen feucht hier noch so auf der Hand hat, dann funktioniert es sehr gut. Doch, doch. So, das Ganze jetzt noch auf der anderen Seite. Eine Ewigkeit später. Okay, sie sind jetzt, glaube ich, absolut nicht symmetrisch. Ich glaube, man erkennt ganz gut, dass das ganz schön geil ist. Mir gefällt auch die Farbe sehr gut. Wie gesagt, mich ist, stört immer nur dieses, man so malt, geht super, wenn man so malt, schwierig. Ich habe jetzt noch Grün und Schwarz. Dann würde ich mal sagen, mache ich nochmal mit dem Grünen hier. Mache ich jetzt hier Grün und da Schwarz oder mache ich genau andersrum? Ich kann mich da gar nicht entscheiden. Ich glaube, wir machen es mal for the fun ein bisschen anders. Ups, das ist mal wieder mein Problem, dass ich einfach so wild bin, dünne Linien zu ziehen. Ah, okay, Augenhandkondition ist gerade komplett lost. Das ist auch sehr tragisch. Sehr schön, wie meine Wings hier absolut nicht miteinander verwandt sind. Oh nein, die stempeln sich ab. Oh je, warte mal. Ja gut, das ist jetzt aber mein Fehler. Ich habe die Base hier nämlich nicht wirklich gesettet. Dementsprechend alle, die Schlupflieder haben, ein bisschen aufpassen. Jetzt haben wir hier so ein bisschen was halbwegs artsy ist. So, jetzt nehmen wir nochmal den schwarzen. Der ist ein bisschen dicker, glaube ich. Ich habe das Gefühl, er blutet ein bisschen aus. Schauen wir mal. Wir machen hier innen nochmal. Oh Gott, don't fuck it up. Don't fuck it up. Okay, er fuckt it up. Alles klar.
eine Sache, die wir uns vielleicht merken sollten. Eyeliner nach der Frühschicht, keine gute Idee. Okay, dann werde ich das nochmal mit Concealer ein bisschen korrigieren, was ich da... Ich will jetzt nicht sagen verkackt, aber verkackt habe. Na, ist ja ganz klasse. Ich habe gerade gesehen, dass die erste Schicht, die ich gerade vom Mascara aufgetragen habe, gar nicht zu sehen ist. Wow, Hautgewand hat ich 9000, ey. Ich wollte eigentlich nur sagen, man sieht übrigens, der Look ist immer noch drauf, außer die Lippen. Und da wieder fahren. Und ich wollte eigentlich nur sagen, da in dem Video, dass die Kamera das nicht mitgefilmt hat. Das war das Ding. Bei 3 Sekunden war die Aufnahme zu Ende, ohne dass ich sie gestoppt habe. Das war eigentlich das, was ich sagen wollte. Man sieht auf Kamera nicht, wie ich die erste Schicht aufgetragen habe. Man hat die erste Schicht sehr wohl gesehen. Das war unglücklich ausgedrückt. Also nochmal, diese Waterproof Mascara, das ist die The Definition Mascara. Die hat einen richtig, richtig guten Abstreifer drin. Das finde ich super, super schön. Und auch ein sehr, sehr cooles Bürstchen ist es hier oben viel dicker und unten hat viel feinere Bürstchen. Also hier oben sind die viel länger und unten viel kürzer. Sehr, sehr geil. Und das ist, wie gesagt, eine Schicht bis jetzt. Das sieht bei mir selten so gut aus. Also I love it. Bin sehr positiv überrascht. Ich würde jetzt nochmal eine zweite Schicht auftragen einmal. Gucken, was dann da noch passiert. Okay, doch, da ist definitiv nochmal ein Unterschied. Das ist schon sehr dunkel und geschwungen und sehr dramatisch. Finde ich sehr, sehr gut. Ich glaube, das könnte echt jetzt meine neue Lieblingsmascara werden. Und das sage ich sehr, sehr selten. Es ist sogar noch besser als die Glamour Doll in Waterproof. Und ich hatte wirklich sehr, sehr, sehr viele Mascaren. Und bei wenigen sehen meine Wimpern so, so gut aus. Also das ist ein Ergebnis. Wow. Und vor allem hält die auch meinen Schwung so krass drin. Für die, die es nicht wissen oder die, die neu sind, es daher nicht wissen können. Ich habe von Natur aus nicht geschwungene Wimpern. Die sind sehr gerade, eher nach unten zeigend. Und die sind so mit einer Wimpernzange jetzt gecurlt. Und ganz viele Mascaren verlieren den Schwung halt dadurch, weil die zu feucht sind. Das ist bei dir gar nicht der Fall. Die sitzen einfach perfekt an Ort und Stelle. Das ist ja mega, mega nice. Der Finger oben darf man nicht loben. You know? Ihr kennt. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Denke mal alle. Oder ich lebe einfach mal wieder sehr perfekt in meiner eigenen Blase. Das kann auch sein. Oha. Okay. Doch, das ist sehr, sehr schön. Ich versuche jetzt mein Glück mal mit dem Bürstchen. Guck mal, wie meine Wimpern unten damit aussehen. Wenn die jetzt auch noch gut damit aussehen, bin ich sehr verwirrt und überrascht. Ich habe das nämlich sehr oft, dass eine Reihe von meinen Wimpern gut aussehen, entweder oben oder unten, aber selten beide zusammen. Da stehe ich mir fast ein Auge aus. Ach, au. Okay, überraschenderweise gefällt mir die für unten auch gut. Das ist, glaube ich, nicht die beste für unten, meiner Meinung nach, die ich schon hatte. Aber in Kombination mit der oberen Reihe ist das tatsächlich eine sehr, sehr gute Alternative. Dann lasse ich das Ganze jetzt mal ganz kurz trocknen. Okay, das ist... sehr, sehr, sehr schön. Mir gefällt das sehr, sehr gut. Ich bin gespannt, wie es mir auf Kamera gefallen wird. Aber so, wenn ich es in Real Life sehe, finde ich es sehr, sehr schön. Jetzt ruiniere ich vielleicht den Look eventuell, weil ich habe ja noch ein Lipstick. Das ist die Farbe 250. In... Oh. Oh mein Gott, ich habe gerade versucht, den abzuziehen, weil ich dachte, das ist so einer wie der hier, den man einfach so abziehen kann, aber... Das ist ein Liquid Lipstick. Och man, das steht da aber nicht drauf. Da steht nur The Longwear Lipstick. Das ist echt gemein. Ich habe ein bisschen Angst vor der Farbe. Nein, wir machen das jetzt ohne Lip Liner, damit wir sehen, ob der irgendwie ausblutet oder ähnliches. Ich bin sehr gespannt. Der erinnert mich von der Farbe sehr stark an diesen einen von Maybelline, an diese Matte Inks. Heißen die so? Ich habe noch welche von denen. Mhm. Genau, von diesen Superstay Matte Inks. Das hier ist jetzt die Farbe 20 Pioneer. Und ich finde, das ist schon... Okay, in der Kamera sieht es tatsächlich nicht so ähnlich aus wie hier gerade. Okay, vielleicht ist auch mein Auge komisch. Gut, dann versuchen wir das Ganze mal jetzt. Mal wieder dieses süße Blush. Das kannst du wahrscheinlich auch für den Rest deines Lebens benutzen. Das sind 7,5 Gramm. Das ist schon eine Menge dafür, ne, wie wenig man braucht. Versuchen wir das mal. Okay, die Haare sind intensiv. Riecht tatsächlich auch ein bisschen wie die Matte Inks. Aber ich habe das Gefühl, es ist nicht ganz so deckend und nicht ganz so schwer auf den Lippen. Okay, das ist jetzt eine Schicht. Ich finde, der fühlt sich sehr, sehr angenehm auf den Lippen an. Der fühlt sich so ein bisschen samtig an. Färbt auch ein bisschen ab, aber er bleibt auf den Lippen und er ist sehr schön. Die Farbe gefällt mir gut. Er ist nicht 1000%ig deckend, so eher so 999%. Also an den Edges. Okay, das habe ich jetzt schon mal korrigiert. Der Look war so dezent und jetzt kamen die Lippen, ne? Das ist nicht mehr dezent. Aber ich finde die Farbe sehr schön. Ich finde das Tragegefühl sehr, sehr angenehm. Ich fühle mich ein bisschen getrollt von dem Packaging, bin ich ganz ehrlich. Aber ich muss wirklich sagen, mir gefällt diese Marke sehr, sehr gut. Ich glaube, ich habe wirklich die Mascara meiner Träume gefunden. Das ist echt schon sehr, sehr schön. Ich habe hier leider eine kleine kahle Stelle aktuell. Dementsprechend sieht das hier so ein bisschen merkwürdig aus. Aber ich arbeite dran, beziehungsweise mein Wimpernwachstum arbeitet daran, dass das wieder korrigiert wird. Ich finde, das ist sehr, sehr schön. Gut, das mit den Linern, das ist so eine Sache. Es sind halt immer diese Tip-Eyeliner, diese Filz-Tip-Eyeliner. Das ist also ein bisschen doof, weil an sich sind die mega geil. Es ist halt einfach immer nur, dass die so nicht malen, aber so. Aber ich brauche irgendwie so. So malen kann ich nicht.
I don't know. Wie gesagt, das liegt tatsächlich, glaube ich, eher an mir als an den Eyelinern, weil an sich sind die mega geil. Man hat ja gesehen auf meinem Handrücken, wie krass die einfach malen. Also, es ist sehr, sehr schön. Mir gefällt es sehr, sehr gut. Ich finde auch das Blush unglaublich süß. Ich liebe es mit der Kombination mit dem Bronzer und dem Highlighter von Hattie. Das sieht so schön und gesund und natürlich aus. Ich liebe das sehr, sehr doll. Es ist eine sehr, sehr schöne Farbe für meinen Hauttyp. I love it. Die Lippen gefallen mir auch unglaublich, unglaublich gut. Mascara meine Träume. Mehr muss ich dazu nicht sagen. Ich glaube, ich muss von Mina echt mal mehr Sachen ausprobieren. Die haben ja alles Mögliche. Und das ist ja bis jetzt, was ich hatte, alles mega geil. Wie gesagt, ich hatte diesen Lippenstift, den schwarzen. Liebe ich. Ich habe jetzt diesen Long-Lasting Lipstick. Ist vom Tragegefühl super, super angenehm. Fühlt sich sehr samtig matt auf den Lippen an und nicht klebrig oder ganz. Und auch nicht so schwer wie die Matte Inks von Maybelline. Die Mascara liebe ich über alles. Die Eyeliner finde ich auch sehr schön. Den schwarzen werde ich auf jeden Fall immer noch mit einem typischen Winged Eyeliner probieren und nicht sowas jetzt. Aber ich dachte mir, wenn ich schon so viele Farben habe, machen wir was Artsyes draus. Dementsprechend schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr die Marke kennt. Ich habe die auch nur durch Zufall entdeckt und hatte sie nicht wirklich auf dem Schirm. Deswegen hat es mich gerade umso mehr gefreut, die Sachen zugeschickt bekommen zu haben. Und ich muss sagen, ich finde die wirklich, wirklich schön. Ich muss auch sagen, nicht nur, dass ich das Packaging von den Produkten an sich sehr schön finde, sondern auch das Papp. Das ist alles Pappe immer. Finde ich auch sehr gut. Dieses Papp-Packaging finde ich auch sehr schön, weil das unglaublich einheitlich ist. Okay, bei dem irritiert es mich ein bisschen, weil es schwarz ist mit nur. Aber die sind halt wirklich sehr, sehr einheitlich. Finde ich persönlich immer sehr schön. I love it. Also, wie gesagt, schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr es kennt. Wenn ja, woher? Oder habt ihr selber vielleicht auch Produkte von denen? Das würde mich super, super interessieren. Ich kann nur sagen, Glückwunsch zum Launch jetzt offiziell auch in Deutschland, weil das ist echt was sehr, sehr Schönes für die Beauty-Community in Deutschland, glaube ich. Ich glaube, da werden einige sehr viel Spaß mit haben. Ich hatte es jetzt auf jeden Fall und werde es in Zukunft sicherlich auch noch haben. Also dementsprechend vielen Dank für diese sehr, sehr wunderschönen Produkte. Ich liebe es sehr. Ich liebe auch dieses kleine Kartönchen. Ich liebe einfach alles. Es ist einfach so wunderschön. Es macht mich so glücklich, gerade diesen I can. Es ist einfach wundervoll. Diesen Look werdet ihr dann bestimmt auch auf Instagram sehen. Da dürft ihr mir dann auch sehr, sehr gerne folgen. Falls ihr das noch nicht tut, ihr dürft mir natürlich auch gerne hier ein Abonnement und ein Abonnement, vor allem ein Däumchen und ein Abonnement da lassen, falls ihr das noch nicht getan habt. Das hilft mir natürlich und motiviert mich sehr, sehr doll. Auf jeden Fall wünsche ich euch noch einen schönen Tag, habt eine schöne Zeit und bis bald, ihr Lieben. Bye. Tschüss. Intense look. I don't know. Das ist immer so spannend, weil man dann immer so Sachen macht, die man sonst nicht zusammen kombinieren würde. Und am Ende findet man es doch irgendwie zumindest interessant.